Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir machen uns auf den Weg in unsere alte Basis. Man sieht es bereits, wir sind beim Working Sith Tools bereits angekommen. Werden uns jetzt da einmal schnell alles schnappen, was wir in die Finger kriegen. Auch unseren Garten natürlich hier leer machen. Denn die können wir uns dann in unseren neuen Garten, den wir uns angelegt haben, auch gleich anpflanzen. Na, da ist wohl eine Horde durchgegangen, so wie es aussieht. Habe ich gar nicht mitgekriegt. So, die ist leer. Die ist nicht leer. Die ist auch nicht leer. Da ist aber unser... wie heißt es? Na, unser Kompost drin, genau. Und damit können wir dann nämlich... Ah, hier ist die Stahlfeuerwerkst. Mit dem Kompost, den können wir dann in unseren neuen Garten anpflanzen und holen da einiges mehr raus. So, der ist leer, der ist leer. Der ist fast leer. Da ist auch nichts mehr drin. So, Schlafsack, den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. So, das eine Ding da ziehen wir uns rein. Die, na, die behalten wir mal. Das kommt weg. Die brauchen wir nicht. Die eine Goldrute kann auch weg. Den Aloe Vera Samen behalte ich allerdings gerne mal. So, Schlafsack aufnehmen. Boah. Das kann weg, das so und so. Und bis ja, 22 Uhr hacken wir schnell noch ein bisschen Bäume, denn ich brauche... Na, aber das machen wir doch dann mit unserer Stahlfeuerwehr-Axt gleich, denn die bringt da definitiv mehr. Allerdings unsere alte wegzuschmeißen oder zu zerlegen, wäre es zu schade drum. Ah, treffen. So, denn wir brauchen wieder Holz. Ich habe in der letzten Folge alles an Holz rausgehauen, was ich hatte. Gerade für meine Schmieden und für meinen Basisausbau. Denn ich habe mir überall in meine Basis einen Holzboden eingezogen. So, und da wir hier nicht mehr herkommen werden, außer jetzt dann, um unsere ganzen Klamotten noch zu holen und das bisschen was, was in den Kisten ist, noch zu holen, kommen wir erstmal nicht mehr zurück. So, allerdings kostet uns das extrem viel Ausdauer. So, dich können wir trinken, dich können wir wegschmeißen. Oh, die kennen wir noch gar nicht. Können wir lesen? Na, nicht mit der Faust. So, dann können wir nochmal nach oben schauen, ob wir da noch was mitnehmen können. So, wie sieht's aus? 1500. Sehr, sehr schön. So, schnell mal was getrunken. Ja, man hört's leider, meine Nase macht mir nach wie vor zu schaffen. Das ist der Wahnsinn. Diese scheiß Erkältung hält sich bei mir ewig. Deswegen, sorry für meine etwas komische Stimme. So, das kann auch weg. Na, drei Metall kann auch weg. Dann nehme ich lieber noch anderes Zeug mit. Drei Metall, die finde ich innerhalb von einer Sekunde wieder. Sogar definitiv mehr als drei Metall. So, dann 21.30 Uhr, einmal nach oben. So, dann gerade hier, genau, das wollte ich nämlich ganz dringend mitnehmen. Hier ist leer, hier ist leer, hier ist leer, hier ist leer, hier ist nicht, jetzt ist da auch leer. Dann haben wir hier oben nur noch Klamotten. Und die haben mal bei mir überhaupt keine Priorität. Soll heißen, obwohl wir müssen in Richtung Fähnchen. Da hinten ist es. Ich glaube nicht, dass wir die nächsten 2-3 Folgen hier nochmal herkommen. Sondern wahrscheinlich dann erst, wenn ich mal, ja, Langeweile habe. Ah, da ist ein Auto explodiert. Dass wir dann erst wieder herkommen. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben doch... Oh, schade. Nachtsichtgerät kann ich... Geht das? Doch, geht. Und dann fahren wir doch mit Nachtsichtgerät, wenn wir schon eins haben.
verdient man definitiv mehr. Sogar viel mehr, muss ich sagen. Ah, gerade für die Horde würde es, glaube ich, ganz interessant werden. Mit dem Scharfschützen hier wieder, zumindest wenn ich dann meinen Stromzaun außenrum gezogen habe um meine Basis, das hält die Zombies ein ganzes Stück auf. Und da kann man dann dementsprechend mit dem Scharfschützengewehr die ganz einfach wegsnipern. So, bitte einen kleinen Moment Geduld. Ich nutze mal die Zeit, um mir die Nase zu putzen, wenn ich hier nur geradeaus fahren muss. So. Ich hoffe, jetzt hört sich meine Stimme wieder ein bisschen besser an. Wobei, naja, eher nicht. Ja, aber soll's. So, da vorne sehen wir bereits unser Basislicht. Was ich jetzt zuerst allerdings machen muss, ist meinen Schlafsack platzieren. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ja, blöder Kaktus. So, genau. In dieser Folge würde ich dann auch erstmal wieder, ja, weiter in den Basisausbau machen. Das heißt, wir werden uns nicht irgendwie jetzt hier nachts durch die Gegend wagen und irgendwelche Dinge looten, sondern hauptsächlich den Innenausbau der Basis weiter vollführen. Ja, die ganzen Steine hier müssen auch noch weg und die ganzen Kakteen. Na, Klappe zu. So. Hier machen wir aber am besten so. Wir haben es hell genug. Ja, beziehungsweise hier unten fehlen sogar noch die ganzen Fackeln. So, aber jetzt müssen wir erstmal sortieren. So, das ganze Essenszeug erstmal rausschmeißen. Das auch. Schlafsack platzieren, ganz wichtig. Jetzt ist es schon wieder ignoriert. So, den packen wir da hinten hin. Dann Essen, Essen. Händler, Händler, Händler. Das ist kein Händler, das kommt hier mit rein. So, Essen, Munitionszeug, beziehungsweise Waffenteile. Ja, du bleibst da. Und Antibiotika haben wir 15 Stück. Und da könnten wir eigentlich auch was beim Händler verkaufen. Die bringen, glaube ich, beim Händler auch ein bisschen was. So, das, das, das. Ah, den nicht. Dafür haben wir eine eigene Kiste mittlerweile. Für Benzin auch. Das. Das ist Händler. Das ist Benzin. So, dann erstmal. Na, nicht Benzin. Das hier wollte ich. Das da, das da, das da. Das war's. So. Händler, Händler, Händler. Korb bringt auch ein bisschen was. Davon haben wir eigentlich auch genug. Den verkaufen wir mal beim Händler. Der dürfte auch ein bisschen was bringen. Dann lohnt sich der Ausflug zum Händler auf jeden Fall bereits wieder. So. Das sind hauptsächlich Klamotten. Ah, das ist Händlerklamotte. Denn die bringt 377 im unreparierten Zustand. Wenn wir die noch reparieren, bringt es nochmal mehr. So, auch Händler. Batterie. Waffe, Waffe. Na, Pinsel können wir dazu. Beziehungsweise den Pinsel können wir gleich mal zusammenlegen. Die Axt, ja, die legen wir nicht zusammen. So, was können wir denn noch zusammenlegen? Wir können das zusammenlegen. Die Handfeuerwaffen muss ich auf jeden Fall mal zusammenlegen. Und unser Messer können wir zusammenlegen. So, das und das. Dann bräuchte ich einmal, na, keine Tierhaut. Ich brauche Leder. Denn wenn wir das reparieren, das bringt jetzt 377, 628. Das lohnt sich nämlich gewaltig. Na, einen kleinen Ruckler drin gehabt. So, Zement. 700, gib ihm.
Dann brauchen wir weiterhin Stahl, aber wir haben kein Metall mehr. Dann fangen wir doch mal an, uns das hier einzuschmelzen, damit wir uns Munition herstellen können. Die 9mm Patronen haben wir mittlerweile gelernt und können sie auch herstellen. Das werden wir dann auch dementsprechend machen. So. Dann einmal das hier, denn ich würde gerne zumindest die Leiter hier aufwerten. Sieht einfach besser aus als eine Holzleiter. Na, reicht's für ganz oben wahrscheinlich aber nicht. Na, die letzte. Okay, schade. Gut. Dann nächster Schritt. Zement. 500, sehr schön. So, wir haben uns das hier hergestellt. Dann schauen wir mal, wie weit das mal da kommen. Na, falsche Richtung. Aber hier muss ich noch jeweils einen kompletten Block rausschlagen. Oh, mit zwei Schlägen, sehr schön. Man sieht es da vorne schon wieder. Hier zieht sich gerade wieder der Grafikbug durch die Welt. Gut, solange mein Spiel dadurch nicht abschmiert, ist mir das egal. Also, ob da jetzt ein kleiner Grafikfehler ist oder nicht. Allgemein, bei dem Spiel kommen sie auf die Grafik an. Kommt auf den Inhalt an, dass man hier so viel selbst machen kann, seine eigene Basis bauen kann. Und natürlich die Zombie-Apokalypse selbst. Macht einfach Spaß, das Spiel. So, wir lassen ihn aber erstmal auf 2, das reicht zum Durchfahren. Auf 3 würde ich ihn dann vergrößern wollen, wenn der Tunnel einmal komplett fertig ist. So, wir brauchen allerdings, wenn wir jetzt mit der Stahlhax da draufhauen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig als Wissenschaftsstufe 7, als ein Bier einzuwerfen. Ja, 30 Punkte hätten wir übrig. Aber die muss ich mir mal genau anschauen, wie ich die investieren will. So, Bier. Bier, Bier, Bier. Da. Benutzen. Na, war einmal zu viel. So, wir machen uns jetzt... Nee, Grafikbug ist noch da. So, und zwar müssen uns wir hier auch noch ein bisschen durchgraben. Und da hier unsere Lidader entlang läuft, lohnt sich das Ganze dann doppelt. Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ich bin mittlerweile bei 11 Abonnenten angelangt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Es werden, ja, pro Woche eigentlich mehr. Ich hoffe mal irgendwann bei 100 rauszukommen. Und ich wollte ja eigentlich bei 10 Abonnenten mal ein kleines Special über meinen PC machen, mit dem ich spiele. Ich glaube allerdings, das werde ich auf 100 Abonnenten verlegen, denn ich habe momentan keine richtige Kamera, mit der ich das Ganze aufnehmen könnte. Also wenn, dann möchte ich nicht nur ein Bild von meinem Rechner zeigen, das wäre zwar kein Problem. Mit der Handykamera könnte ich das Ganze auch machen, ist allerdings die Qualität nicht ganz so toll. Und dann würde ich mal da ein Video drüber machen, denn das Ding ist ja ein selbstgebauter, komplett wassergekühlter PC. Sieht ganz cool aus und ich kann zumindest momentan noch alles damit in höchster Grafik spielen, egal was neu rauskommt. Ein paar kleine Eckdaten, das sind 32 GB RAM verbaut, eine hammermäßige Grafikkarte und ein Hochleistungs i7 Prozessor. Also nicht das Schlechteste. So, wie sieht es denn hier aus? Hier kriegen wir wieder Metall, das ist gut, denn das werden wir brauchen. Können wir aber dann irgendwas für unsere Ausdauer-Zurückgewinnung noch tun? Oder für unseren Bergbau. Ab Stufe 80. Oh Gott, wir sind 54. Wird noch eine ganze Weile dauern. So, einen Blockschaden können wir erhöhen. Aber nicht so gerne. Plünderungsstufe 60. Wir sind bei 48. Ja, damit würde ich auch noch warten. Ja, dann machen wir einfach zwischendrin ein bisschen Pause, bis die Ausdauer wieder da ist und hauen dann weiter drauf. Muss jetzt dann sowieso erstmal schauen, wie weit ich überhaupt noch muss. So weit kann es eigentlich gar nicht mehr sein. So, wie sieht's denn aus? Wir sind... Oh Gott, doch noch ein ganzes Stück, was ich da weg wollte. Nochmal die Hälfte? Ich glaube, ganz so lange werde ich es nicht mehr machen. Ich müsste... Also man sieht's nicht mal mehr. Müsste eigentlich weit genug weg sein dafür.
Denn man muss den Ausgang für das Minibike so weit wie möglich von der Basis dann weglegen, denn dann laufen die Zombies oder versuchen nicht mal in die Garage reinzukommen und hier unten durchzulaufen. Wenn man das Ganze zu nah baut, merken sich die Zombies das und dann versuchen die Garage anzugreifen und das Garagentor anzugreifen vor allem. Und nämlich dann von dort aus in die Basis reinzukommen. So, hier ist allerdings meine Leadader. Die würde ich mir jetzt zumindest mal gerne irgendwie markieren, indem ich hier ein Loch reinschlage. Dann baue ich hier einfach einen kleinen Tunnel nach rechts aus. Oh, wir müssen was essen. Na, hier ist auch noch. Dann bauen wir hier einen Tunnel rein. Können dann hier immer anhalten, um uns Lead zu schürfen. Und wenn ich Glück habe, finde ich noch Metall. Da gehe ich eigentlich fast davon aus. So, davon brauchen wir, na, 1000 nicht, aber sagen wir mal 300 auf jeden Fall. So, die Folge werde ich dann jetzt auf jeden Fall noch dazu nutzen, hier meinen Tunnel weiterzugraben. Und in der nächsten Folge gehen wir dann wieder in die Stadt zum Working Stiff Tools. Ich hoffe nach wie vor auf meinen Erdbohrer, dass ich den da rauskriege. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da noch so looten können. Na. So. So, hier kann ich da schon mal auch eins weiter bauen. Weil ich möchte nicht auf dem Stein fahren, sondern wenn, dann natürlich auf Holz. Schont auch die Reifen. So, muss ich nur schauen, dass ich hier kann zumindest erstmal rauf und runter komme, ohne dieses, ohne dass ich hier auf 3 graben muss. So, Ausdauer geht hoch. Wir ziehen uns aber erstmal ein bisschen was zu essen rein. Ja, und auch Federsuche müssen wir uns auch noch irgendwann begeben. So, das müsste genau 121 auf jeden Fall geben. Ja, da haben wir 49 Stück. Ah, 16 Minuten, okay. Und das dauert noch eine, das heißt, ja, das passt. So, Wasser haben wir auch genug. Das reicht auf jeden Fall. So, hier ist so und so. Und dann sind wir wieder bei voller Ausdauer, dann können wir da noch ein bisschen weitermachen. Okay, wir haben 4 Uhr. Ich würde sagen, für diese Folge war es jetzt dann erstmal wieder. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, würde mich freuen über den einen oder anderen Kommentar zu der Folge und natürlich immer sehr, sehr über ein Abo, denn daran sehe ich am besten, okay, die Videos, die ich momentan mache, gefallen zumindest einigen Leuten. Das muss nicht jedem gefallen, aber wenn es einigen gefällt, bin ich schon zufrieden. Und dementsprechend steigt meine Motivation hier, noch mehr Videos zu veröffentlichen. Momentan sind es ja 3 Stück pro Tag, was schon eine ganze Menge ist. Andere YouTuber veröffentlichen ja 1 pro Tag, wenn überhaupt, und haben mehrere tausend Abos. Aber ich stehe ja noch am Anfang, ich mache das Ganze jetzt ein bisschen was über einen Monat und dafür läuft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut!